whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute geht es um Whisky-Fälschungen. Und dazu habe ich Ihnen eine Reihe Sammlerflaschen mitgebracht. 1971, 1969, 1952, 1950 bis hinunter zu 1949. Wie viel sind die Flaschen nun wert? Hängt davon ab, wie viel Sie dafür bezahlen wollen. Das ist bei aller Kunst so, ne? Denn hier handelt es sich ja um handwerkliche Kunstwerke mit geringstem Auflagencharakter, häufig Einzelstücke. Und für einen Van Gogh zahlt man dann schon mal 40 Millionen. Das teuerste Bild bislang, ich weiß nicht, haben Sie 100 Millionen schon geknackt? Wahrscheinlich. Bei den Whiskyflaschen sind die teuersten Flaschen, ich sag mal so 62.000. Lief eine Dalmor über eine Versteigerung, wobei man bei diesen Versteigerungen nie weiß, wer da steigert. Die sind immer geheim geblieben und so. Und hin und wieder, ich möchte der Firma White & McKay, der in Dalmor gehört, nichts unterstellen. Aber da läuft hin und wieder in der Branche so gewisse Versteigerungsarten ab, die jetzt nicht nur auf Whisky bezogen sind. Das gilt für alles. Da wird ein Produkt ganz mächtig teuer versteigert. Und das geht dann durch die komplette Presse durch. Und am Ende ist es so, die Flasche wurde jetzt, ich sag mal, irgendwie für 50.000 versteigert. Davon geht dann 15% an den Auktionator. Ja, und den Rest macht man linke Tasche, rechte Tasche. Und dann hat man überall in der Presse, in den Gourmet-Zeitungen und so weiter und so fort, hat man kostenlose Reklame. Ne? Also die 15% für den Auktionator ist eine ganz günstige Art und Weise, Werbung zu machen. So, also das immer so auf der einen Seite, so entstehen dann Preise und die tatsächlich gezahlten Preise für solche Sammelobjekte sind dann häufig mal deutlich niedriger. Auch wenn jetzt in München Herbst 2013 dieser Nazi-Kunstschatz bzw. Anti-Nazi-Kunstschatz gefunden wurde und der mit 1 Milliarde beziffert wurde, so ist das eine schwierige Geschichte, ob der wirklich 1 Milliarde wert ist. Vielleicht ist er auch nur 300 Millionen wert, weil wenn so viele Kunstwerke auf den Markt kommen, da werden dann auf einmal auch die Taschen der Kunstsammler etwas leerer und dann sagen sie, so viel können wir jetzt für das Bild nicht bezahlen, da findet man keinen Käufer, muss man den Preis runtergehen, irgendwann geht dann wieder was und so, und dann sinken die Preise wieder. So. Wenn die Produkte aber sehr rar werden, wie hier bei den McKellens, dann gehen die Preise langsam aber sicher in die Höhe. Und das Schöne beim Whisky und beim Whisky sammeln ist ja, dass es immer weniger wird, weil es immer einen gibt, der sagt, oh, ich mache jetzt auf, ist mir egal, knete habe ich ohne Ende. Und dann wird es immer weniger. Ne? So, jetzt wollen wir uns aber über Fälschungen unterhalten, denn wer sagt denn, dass hier der Whisky in den Flaschen echt ist? Ne? Da rief mich ums Jahr 2003 der Dave Broom mal hier im The Whisky Store an und fragte mich nach Fakes. Ich wusste damals von nichts, ne? War ja vergleichsweise frisch im Markt. Wir waren damals 8 Jahre alt mit dem Unternehmen und da war so viel A noch nicht los und es war relativ still in der Branche. Haben wir in Deutschland da bis dahin nicht mitbekommen, obwohl es sowas gab, habe ich später mitbekommen. Dann so mit diesem Rumtelefonieren von dem Dave Broom begann das 2002, 2003 in der Branche zu rumoren. Viele Leute dachten mal laut nach. Und da ging es los. Ne? Uns ist da was passiert. Wir boten damals eine alte Gordon MacPhail Flasche an. Ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Brennerei. Nicht McKellen, irgendwas anderes. Glenlivet oder sowas. Die war von 1946, also noch älter hier als dieser McKellen 1949. Und wir boten den für 500 Euro an, 498 oder so. Und dann rief ein Spezialist an, der auch sammeltechnisch in der Branche unterwegs war, selber kaufte und verkaufte und so. Und dieser Spezialist diskutierte mit mir und sagte, viel zu teuer, ihr seid ja wahnsinnig mit 500 Euro für 1946er. Er kann mir eine 6er-Kiste 1946er bringen für 250 Euro das Stück. Und dann fragte ich, ja, wo kommt denn der her, ne? Und dann sagte der, ja, der käme aus Italien. Italien wäre der Malt Whisky viel früher abgegangen als bei uns. Und da gäbe es mega Bestände. Und da könnte man holen, was das Herz verlangt. Kommen wir gleich drauf. Das wäre schon damals sehr fatal gewesen. Wenn Sie also
nach dem Jahr 2000, 2002 aus Italien da oder vielleicht schon 98 aus Italien alte Flaschen gekauft haben. Ich wäre mal vorsichtig, ob die nun wirklich echt sind. Auf diese Fakes ist dann nun auch ein großer reingefallen, nämlich Macallan selber. Und die haben nämlich damals im Zeitraum 2000 bis 2002 ihre sogenannte Antique Whisky Collection angekauft. Und zwar haben sie die im Markt angekauft. Und ich weiß jetzt nicht, ob das über Mittelsmänner, über Broker ging oder so. Jedenfalls kauften die, wie nachher rauskam, über eBay alte Flaschen an. Vorwiegend italienische oder eigentlich alles italienische. Und haben die dann zu Hause umgelabelt auf Original Macallan. Und dann im Prinzip diese Antique Collection mit über 100 Flaschen auf den Markt gebracht, Heftchen gedruckt. In den Herbst habe ich noch in meinem Schrank liegen, im Reiter Macallan. So, und dann wurde also von 2000 bis 2002 wurden diese Flaschen angekauft. Dann bis das in so einem größeren Unternehmen dann die Etiketten nachgedruckt wurden und so. Und hier steht jetzt dann die Jahreszahl noch von, oder das Alter des Whiskys noch in Hand aufgeschrieben. Der ist also 30 Jahre alt, 32, 49, 52, 52 Jahre alt. Bis das da soweit kam, verging also eine gewisse Zeit. Und in der Zeit ging dieses ganze Rumor los. Und dann hat Macallan gesagt, okay, jetzt lassen wir das untersuchen. Das muss man natürlich auf der einen Seite sagen, das zu untersuchen ist eine, gelinde gesagt, eine richtig schwierige Sache. Wie soll man denn das rausbekommen? Wie unterscheidet sich ein alter Whisky von einem jungen? Ein älteres Fass, ein Refill-Fass, ganz anderen Charakter. So, also das ist gelinde gesagt schwierig bis unmöglich. Da beißen sich an der Harold Watt University in Edinburgh, oder ist die in Glasgow, ich glaube in Glasgow, beißen sich da die Zähne immer noch dran aus. Man konnte nun diese Flaschen, Jahrgang 1936 bis 1945 waren die, also noch älter als diese hier, konnte man, ja, von die gab man dann jetzt ausschnittsweise zu einem Labor, das war auch eine Universität oder an einer Universität. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, müsste ich ja so lange suchen, bis ich den Namen wieder rausfinde. Und die haben die untersucht und zwar auf eine ganz besondere Methode. 1945 knallte die erste Atombombe in Hiroshima und die zweite in Nagasaki. Da habe ich hier mal über Fukushima und amerikanischen, japanischen Whisky Videos gedreht. Da knallte es also das erste Mal und damit kamen nun ja Zerfallsprodukte, radioaktive Zerfallsprodukte in die Atmosphäre, die künstlich waren, die es also vorher auf der Welt nicht gab. Und anschließend schossen die Russen ihre Atombomben in Sibirien, die Franzosen in Algerien, in der Wüste, die Chinesen, wo waren die? Ja, irgendwo da auch in der Gobi oder so. Und nachher die Franzosen, Briten, Amerikaner, die gingen dann in die Südsee, da Mururoa Atoll, Bikini Atoll und wie die Dinge alle hießen. Und da haben die also tüchtig Atombombenexplosionen gemacht, oberirdisch. Und der Fallout, der also da zu dieser Zeit von 1900, ich sag mal 46, 47 bis, wann haben sie aufgehört, 65 oder so, bis sie damit endgültig aufgehört haben, der Fallout, der da über die Welt niederging, dagegen war Tschernobyl, ein Zuckerschlecken. Und Fukushima gerade überhaupt nichts. Ne? Also da haben die uns eingedreckt ohne Ende, sodass wir uns heute über so ein Tschernobyl, über so ein Fukushima, das, die Aufregerei darüber, die ist rein akademisch, was die vorher uns da eingesaut haben, das ist heute überall drin und das lässt sich heute alles überall messen. Und natürlich muss das ja auch in der Gerste drin sein und damit auch im Whisky drin sein, der nach 1945 produziert wurde. So, und nun konnte man die Flaschen aus 1936 bis 1945 von Macallan untersuchen, ob da dieser radioaktive Abfall oder dieser Fallout oder diese Zerfallsisotope drin waren. Und bingo, in 11 Flaschen haben sie das gefunden. Nachher rumorte das so ein bisschen durch die Branche, als ob von den 100 Flaschen nahezu alle damit
ja, kontaminiert gewesen wären und dass dann nahezu alle gefälscht gewesen wären. Das kann ich nicht belegen, da habe ich jetzt nichts mehr gefunden darüber. Vielleicht können Sie hier unten mal ein bisschen diskutieren, vielleicht haben Sie da was gefunden. Also von 11 hat also McKellen das ganz hochoffiziell zugegeben und nach diesen 11 Festgestellten haben sie auch den Verkauf aus dieser Serie komplett eingestellt. Nicht ganz, kommen wir gleich noch drauf. So. Ist das heute vorbei? Faked man heute nicht mehr? Boah, eher nicht. Also eher doch. Also man fälscht. Mir ist das einmal so ergangen. Und zwar ganz am Anfang bekamen wir von einem Lieferanten eine Flasche Talisker 1957. Mit dem Rest von einem Tasting zur Verfügung gestellt. Weil wir schon damals, das ist also schon, wann war das? 97, 98 irgendwo. Da haben wir schon ganz ordentlich alte Flaschen verkauft. Dann bekamen wir so eine Flasche zur Verfügung gestellt mit dem Rest drin. Haben wir dann ordentlich probiert und so weiter. Dann haben wir gedacht, was machen wir mit der Flasche? Und dann habe ich die in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, damals war ich noch deutlich jünger, auf eBay vertickt. Ich erinnere mich noch wie heute, 15 Mark habe ich dafür bekommen. Da habe ich mir gedacht, naja, 15 Mark, dann stellt er sich eine so eine schöne alte Flasche, war ein tolles Etikett drauf, stellte sich die dahin. Jo, ja, okay. Aktuell, 2013, haben wir auf Facebook oder wurde auf Facebook diskutiert. Da gibt es den Treffpunkt Feiner Geister. Eine Gruppe in Facebook, wo ich auch zuhöre und hin und wieder was schreibe. Da hat einer eine Artback-Flasche gehabt, einzeln nummeriert, hat die geleert und hat die leer verkauft und hat dafür. Also meine 15 Euro, die ich damals bekommen habe, oder D-Mark, die waren, ja, Peanuts, ne? Ich glaube, der hat 50 Euro dafür bekommen oder noch mehr, ne? Ist jetzt auch schon mehrere Jahre her gewesen. Und jetzt schrieb der und sagte, aktuell auf eBay als volle Flasche. Die war einzelnummeriert, da stand drauf, welche Flasche. Einzelnummeriert aus Großbritannien angeboten. Da hat einer befüllt, verkapselt und ab auf eBay, ne? Boah, da war also ein Shitstorm ging da drin los, ne? Aber, wo Sammler sind, ist viel Gier. Ne? Passiert. Ist sogar auch dem bayerischen Staat passiert. Der hat da so ein Expressionistenbild, glaube ich, mal angekauft gehabt. Und da haben die Experten schon gesagt, wird wohl nicht echt sein. Der bayerische Staat hat doch gekauft, weil es ein schönes Twinset, schönes Pärchen war. Und eins hatten sie schon im Museum und haben das zweite auch noch geholt. Und bis dann klar war, dass es eine Fälschung war, hing es dann bei irgendeinem Minister über dem Schreibtisch. Ja, war falsch, ne? Also, wann immer die Gier da ist, sind auch die Leute da, die Gier befriedigen. Na, solange die Flaschen zu bleiben, fällt das nicht auf. Keiner ist sauer. Ne? Flasche ist zu. Dann ist auch im Prinzip, ja, irgendwo ein ideeller Schaden, aber was mich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wenn da also dann da die geschlossenen Flaschen getickt und weiter vertickt werden, dann entsteht nicht so der Schaden. Und das ist wohl auch das, wo dann die Fälscher sagen, kommt sowieso nicht auf, ne? So, jetzt hat man überhaupt keine Ahnung, wie viele Flaschen, die da gebraucht im Markt umeinander gehen, gefälscht sind. Sie meinen, das wäre nicht so einfach? Poho, relativ einfach. Einmal hat man so, ist schon über 10 Jahre her, in Deutschland einen erwischt. Der hatte wohl eine Weinkapsel oben auf die Whiskyflasche drauf gemacht. Ja, diese Kapseln, die hier oben drauf sind, das ist ja alles kein Hexenwerk. Ne? Das ist ein Kunststoffding, macht man heiß drum und dann zack, schrumpft das zusammen. Das ist wie in der Elektronik ein Schrumpfschlauch, den man über ein Kabel drüber zieht. Ne? So macht man einen Schrumpfschlauch hier über den Korken und gut ist. Da hat wohl einer dann so einen Schrumpfschlauch vom Wein genommen. Ne? Und dann war ganz oben noch ein Relief drauf und das war dann eine Weinrebe. Und da ist dann aufgekommen. Ne? Ich glaube, der ist auch verknackt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Ja. Also ich jedenfalls habe die Fotos mit der Traube oben drauf gesehen. Also Flaschen zu verkapseln ist eine der leichtesten Aufgaben der Welt. Ne? Wenn Milliarden oder zig Milliarden Flaschen
jedes Jahr auf der Welt verkapselt werden. Da gibt es da Maschinen für, da gibt es da die Rohlinge dafür und da gibt es da auch Wettbewerb, dass die Preise für diese Kapseln am Minimum sind. Und dann kaufen sie sich halt mal 100 oder 1000 Kapseln für 30 Euro oder so. Ja, und dann verkapselt man, wie man will, ne? Da kann man dann silberne, goldene, schwarze und so weiter. Es gibt ja nicht so viele verschiedene, ne? Das ist der Grund, warum McKellen zum Beispiel hier heftige Aufschrift drauf hat, also individuelle Kapseln hat und die neuen Flaschen an der Seite hier auch noch ein Hologramm aufgeklebt bekommen haben von McKellen. Dass da nicht einer hingeht, das Ding aufreißt und so weiter und dann wieder frisch verkapselt, ja, dann bringt er das Hologramm nämlich nicht her. Tja, so ist das. Tja, aus dem Grund haben wir bei The Whisky Store noch nie im Leben Sammlungen angekauft. Machen wir nicht. Gut, Einzelflaschen zu verticken ist sowieso nicht unser Geschäft. Wir leben davon, dass wir möglichst viel von einer Sorte verkaufen. Müssen wir nur einmal ein Foto machen, einmal das Ding beschreiben, einmal in den Shop reintun. Nur einen, auf diesen einen Lagerplatz können wir Dutzende oder Hunderte von Flaschen durchschleusen. Also da die Masse bringt es bei den kleinen Gewinnmargen, die im Lebensmittelhandel zu Hause sind. Ja, da kann man von Einzelflaschen nicht leben, ne? Das müssen dann schon Leute machen, die auf Einzelflaschen spezialisiert sind. Und drum geht ihnen bei ja, einer Versteigerung über jetzt einen spezialisierten Versteigerer dann auch mindestens 15 ja, bis maximal 25% des Erlöses dann verloren für den Versteigerer. Der hat eine Menge Arbeit damit, ne? Nur Foto machen, Katalog bestücken und so weiter, ne? So. Gibt es auch ein paar schöne Storys von. Da hat einer in Schottland auf der Versteigerung zwei seltene Flaschen gesteigert. Die kamen dann an, ich weiß nicht, wo der war. War der Niederländer, war der ein Schwede, war gar ein Deutscher, ich weiß es nicht mehr. Die kamen dann an, die waren beide offen. Ne? Ob da irgendwo ein Zöllner dran gedreht hat, guckt, ist das echte oder ist da gelöstes Kokain drin oder was auch immer. Jedenfalls, oder hat es dann, glaube ich, nachher mit dem Versteigerer diskutiert. Und der Versteiger hat gesagt, ja, die waren offen. Und warum hast du nicht dazu geschrieben? Warum waren sie auf den Fotos geschlossen? Ja, hat aufs Kleingedruckte in seinen Bedingungen hingewiesen, dass sie also keine Garantie für irgendwas übernehmen. Ne? Oh, das ist einer da rumgelaufen und hat gesagt, die echt ist, tritt auf, riecht dran. Weil man kann die Dinger ja häufig auch besichtigen. Ne? So, also über Auktionshäuser will ich damit sagen, auch wenn sie sehr renommiert sind, die haben alle Kleingedrucktes und auch wenn man jetzt bei Christie's oder sonst wie bei einem der großen Auktionshäuser ein Kunstwerk da ersteigert, die übernehmen keine Garantie, dass das echt ist. Sie können da selber ihr Gutachter hinschicken zum Angucken. Ne? Und wenn man das so perfekt verkapseln kann, dann kann auch der Gutachter gucken und sagen, ja, sieht ganz in Ordnung aus. Ob es das ist, weiß man nicht. Ne? Ja. Niemand wird für eine Echtheit einer Flasche haften und bei eBay, wo er eine Flasche vertickt wird, ein Port Allen, 12. Release, Annual Reserve, ne, Annual Release, 12. Abfüllung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht ganz echt ist, ist schon gegeben. Ne? Je dichter sie am offiziellen Verkaufstermin liegt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er echt ist. Das ist nämlich dann sogenannte Arbitragejäger. Da habe ich mir was über Arbitrage auch schon gedreht. Die haben die halt günstig bekommen und versuchen die sofort teurer zu verkaufen, das schnelle Schnäppchen, die Arbitrage mitzunehmen. Dann sind die typischerweise echt. Aber wenn so eine Flasche nach 10 Jahren kommt, wird es schwierig. Da macht es dann Sinn, wenn sie eine Originalrechnung wie von renommierten Whiskyhändlern wie The Whisky Store aufgespart haben, dann können sie im Prinzip am Ende nachweisen, wie hoch ihr Einkauf damals war und dass sie die Flasche dort tatsächlich gekauft haben. Das ist für sie als Sammler, der nachher verkaufen will, ganz, ganz wichtig. Ne? Und für den Käufer ist es wichtig, dass er da nun ein renommiertes Stück Papier sieht. Ne? Und wenn wir als Whisky Store dazu sagen, wir kaufen keine Sammlung an und verticken die Flaschen dann einzeln wieder, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Flasche echt ist. Das heißt ja nicht, dass der andere die selber geleert hat und wieder selber befüllt hat. Auch wenn er eine Rechnung von The Whisky Store hat, kann es ja immer noch sein, dass der getrunken hat und wieder verkapselt hat. So, also es ist und bleibt eine schwierige Sache mit den Fakes, mit den Fälschungen. Tja, das Leben ist nicht einfach. Und diese Flaschen hier? Aktuell sind, glaube ich, 2 Handvoll Flaschen aus der Antiques-Serie von McKellen offiziell
im Angebot. Flasche liegt so um 13.000 Euro. Wenn Sie also von 1936 bis 45 eine haben wollen, das waren aber alles nur Einzelstücke. Das ist auch jetzt schon wieder ein, zwei Jahre her, wo die angeboten wurden. Kann sein, dass die schon weg sind. Ja, und diese Flaschen, ja, habe ich mir vom Munde abgespart und einzeln zusammengekauft. Nein, das ist nicht richtig. Das sind, steht drauf, not for human consumption. Das sind nämlich Ausstellungsfakes. Und jetzt gehen Sie hin, machen hinten den Aufkleber weg und dann verkaufen Sie so einen Ausstellungsfake, ja, als Original. Steht richtig drauf, 41,1 Volumenprozente, 700 Milliliter, 52 Jahre alt. Ja, auch das gibt es alles. Oh. Tja, ich kann nur sagen, seien Sie vorsichtig. Und am Ende ist es so, jeder Whisky sollte eigentlich getrunken werden. Wenn Sie sich zu Hause eine ordentliche Sammlung angelegt haben, dann sollen Sie mal zuschauen, dass Sie so ab dem 50., 60. Lebensjahr anfangen, Ihre Bestände etwas zu reduzieren und die besten Sachen selber zu genießen. So, das war's gewesen. Schauen Sie bei uns im Shopsystem nach, was Sie da an Sammelflaschen finden. Und ich freue mich immer, wenn Sie hier auf YouTube wieder einschalten. Herzlichen Dank fürs Zusehen.